Auch im Bereich Mobile Computing werden wir auf der CeBIT wieder eine Reihe neuer Geräte und neuer Entwicklungen sehen. Der Trend geht weg vom Standard-Notebook hin zu speziellen Geräten, die sich auf bestimmte Anwendungen fokussieren bzw. bestimmte Anforderungen des Kunden adressieren. Das reicht vom Design, geht über die Verarbeitung und die Materialien hin bis zur Leistung, bis zu extrem leistungsstarken Geräten, die beispielsweise Gamer adressieren. Asus wird in diesem Bereich einige neue Geräte vorstellen. Bei mir ist Herr Musemic. Herr Musemic, was sind die Bereiche, die Asus jetzt im Bereich Mobile Computing im Speziellen in diesem Jahr adressieren wird? Zur CeBIT wird Asus ein neues Gerät vorstellen, ein neues Notebook, die NX90-Serie. Das Besondere an dieser Serie ist neues Designkonzept und extravagantes, exzellentes Sound. Dieses Notebook wurde von David Lewis designt, zusammen mit Asus, wo wir uns überlegt haben, welche neuen Wege man im Design- und Bedienungskonzept gehen könnte. Die Lautsprecher wurden seitlich an den Monitoren angebracht, sind hochqualitativ, kommen von Bang & Olufsen Ice Power. Das heißt, mit diesem Notebook ermöglichen wir dem Kunden ein neues Cinema-Erlebnis at home zu erfahren und zu erleben. Seit Jahren sucht Asus nach neuen Materialien, entwickelt und forscht, wie könnte man ein Notebook noch umweltverträglicher machen? Wie könnte man vielleicht das Notebook aus Materialien herstellen, die in der Natur vorkommen, die wiederverwendbar sind? Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Ja? Mit Bambus können wir unsere Notebooks noch grüner machen. Wir haben es geschafft, bei dieser aktuellen Bambus-Serie den Anteil an Kunststoff um 20% zu reduzieren, im Vergleich sogar zur Vorgängerversion von Bambus, der das erste Mal vor 2 Jahren der Weltöffentlichkeit gezeigt wurde. Asus ist seit Jahren im Gaming-Bereich traditionell sehr gut vertreten. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir im Gaming-Bereich neue Produkte noch bessere, noch innovativer in den Markt bringen, was den Power-Gamer mehr anspricht und ihm natürlich gleichzeitig mehr Leistung bietet. Zur CeBIT werden wir eine neue Serie vorstellen, die G73-Serie, die absolute ultimative Rechenpower bietet mit den schnellsten Intel Core i7 CPUs, mit der schnellsten aktuell verfügbaren DirectX 11 Grafikkarte von ATI, aber nicht nur rein leistungstechnisch. Dieses Notebook besticht auch durch die Optik, durch das Design. Es ist nachgeahmt der Stealth Fighter. Also schon vom Erscheinungsbild her strahlt das Notebook seine Power, seine Energie. Ein neues, effizienteres Kühlungssystem, welches es ermöglicht, dass trotz der enormen Leistung, die dieses Notebook gibt, die Handballenauflage und Tastatur, also der Bereich, wo der User normalerweise sehr viel Zeit mit seiner Hand verbringt oder arbeitet, sehr kühl bleibt und dass die warme Luft oder Abluft nach hinten weg vom User komplett abgestrahlt wird.